Das Schloss Schönbrunn. Hier hatte die Kaiserin von Österreich und Ungarn, oder wie ich sie nenne, Sisi, ihre Sommerresidenz. Und wir warten auf ihren Spuren. Wäre fast mal ein türkisches Schloss geworden. Mhm. Gott, wer ist denn dieses bezaubernde Wesen da? Das ist die Reinkarnation der Kaiserin. Ich muss sie ansprechen. Pierre! Mach dich doch nicht unglücklich. Habe die Ehre, gnädige Frau. Bitte erlauben Sie mir, dass ich an diesem schönen Tag einer schönen Dame eine schöne Blume schenke. Vielen Dank, danke schön. Sehr, sehr gerne. Normalerweise mache ich sowas nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich mich das trauen kann, das zu fragen. Sagen Sie, ist das alles echt? Ja, das ist alles echt. Fass doch mal an. Das kann ich doch nicht machen. Zieh dich nicht so, du bist doch ein gestandener Mann. Komm schon. Okay, ich mach's. Schön weich. Und steht Ihnen sehr gut. Vielen Dank, danke schön. Sehr gerne. was machst du denn hier? Sirat. Hallo, schöne Frau. Hallo. Lass das. Hi. Darf ich du sagen? Natürlich. Bitte darum. Pierre. Conchita, hallo. Hi. Hab ich dich nicht schon mal im Fernsehen gesehen auch? Ja, das ist wahr. Ich war hier in Österreich bei einer Castingshow. Und seit diesem Tag ist die Wurst in aller Munde. Darf ich bitten? Sehr gerne. Du hast den Vorentscheid zum Eurovision Song Contest in Österreich fast gewonnen. Das war der zweite Platz, es war auch wirklich sehr knapp. Woran hat es dann gelegen? Ich weiß es nicht, woran es dann gelegen hat. Wir haben alle unser Bestes gegeben und das Volk hat dann so entschieden, wobei ich die Prozentzahl so gerne sage, weil ich es selbst nicht glauben kann. 49-51%, ja. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das war wirklich um Haaresbreite. Aber du machst doch Musik? Ja, ja. Ich bin tatsächlich auch zurzeit im Studio. Wir schreiben neue Songs und basteln an einem wunderschönen Wurstalbum. Ich meine, du wirst ja sicherlich erkannt, wenn du im kurzen Rock deinen Kaffee trinkst. Wie reagiert der Wiener auf dich? Total nett eigentlich. Ich habe in Österreich sehr, sehr viel Toleranz erfahren. Ich bin ja auch eine Verfechterin für Toleranz im Allgemeinen und deswegen auch stehe ich auch zu meinem Bart. Für mich ist es einfach sehr wichtig, den Menschen auch zu zeigen, dass es nicht so wahnsinnig wichtig ist, wie man aussieht und woher man kommt. Ne? Einzig und allein der Mensch zählt und das, was er macht und das, was er tut. Es gibt keinen schöneren Schlusssatz für dieses Gespräch. Vielen herzlichen Dank. Das war eine sehr, sehr sympathische, angenehme Begegnung. Und vielen Dank auch fürs Rose halten. Ich brauche die noch, weil ich habe noch was vor. Dankeschön. Ja. Tschüss. Ciao. Ich wollte die noch essen.